So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread. Das letzte Mal haben wir den ersten Emmy besiegt, oder die erste Emmy, oder das erste Emmy. Keine Ahnung, was genau Emmy heißt. Ist ja nur eine Abkürzung. Und dabei das Magnetfeld freigeschaltet. Womit wir jetzt... Oh, jetzt ist hier alles grün. Chillig. Jetzt ist hier einfach alles grün. Aber warum ist jetzt der Bereich... Ach so, der Bereich ist auch grün, weil hier keine Emmy-Gefahr mehr besteht. Okay, ich verstehe. Ja, ja, ja. I see, I see, I see. Okay, dann können wir jetzt hier in Ruhe mal durch den ganzen Kuddelmuddel da. Alter, das ist insane groß, Mann. Warum leuchtet das? Da ist irgendwas noch, ne? Immer wenn das leuchtet, heißt es doch, da ist noch irgendwas. Ich meine, hier oben ist auch so eine Thermo-Dings. Da müssten wir jetzt... Ah, nee, kann man... Nee, ist was anderes. Never mind. Aber ihr könnt es halt hier überall... Da können wir zum Beispiel hin und das und jenes und ne? Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Puh. Ich würde vorschlagen, wir... Alter, es ist so groß. Ich bin böse überfordert mit der Map. Wir machen jetzt erstmal hier alles auf, weil das sieht man auch, dass der Bereich, wenn man den nicht durchspringt sozusagen, dann wird der nicht so aufgedeckt. Das ist immer ein bisschen merkwürdig, aber okay. Yay, jetzt sind wir der Emmy. So, dann machen wir hier noch auf, hier oben. Okay, da komme ich nicht ran. Naja, da komme ich nicht hoch. Ist hier hinten noch was, ist die Frage. Also, dass das jetzt eigentlich nicht aufgedeckt ist, wundert mich, weil wir sind da ja rumgesprungen, wie doof. Machen wir das mal kurz auf. Na, aber das, okay. Also, das ist eigentlich, ist das offen. Das zählt schon als gemacht. Okay, passt schon. Dann muss es auch nicht alles da so aufgehen. Das wirkt dann nur so, als ob man da noch nicht gewesen ist, aber es ist Quatsch. Auch der Gang zum Beispiel, den hätte ich jetzt nicht nochmal extra ablaufen müssen, aber so ist es halt offen. Okay, ja, das da unten brauchen wir dann auch nicht nochmal extra ablaufen, das passt. Auch der müsste eigentlich, der Gang müsste eigentlich auch geklärt sein, da bin ich mehrmals runtergelaufen. Aber gut. So, also wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Zack, 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 zack. Genau, jetzt kommt erstmal der ganze Abschnitt, wo man sozusagen lernt, wie man mit dieser Magnetwand umgeht. Da unten ist... Nee, da unten ist nichts mehr. Okay, cool. Und dann können wir jetzt hier einmal nach oben weiterlaufen. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, falle ich einfach wieder runter, ne? Das heißt, da will ich gar nicht hin. Die Tür hier führt auch einfach nur zurück. Die war vorher, glaube ich, einfach nur zu. Also gar nicht, hat gar nicht funktioniert. Hier komme ich auch noch nicht hin. Hier komme ich gar nicht weiter. Das ist egal. Da komme ich nicht durch. Das können wir eigentlich alles hier erstmal lassen. Hier können wir mal hochklettern. Ah, in den Bereich können wir mal hochklettern. Ja. Oh, was ist da denn? Itemwürfel. Ja, let's go. Itemwürfel, da sehe ich mich. Okay. Ach so, da komme ich nicht. Ah. Dafür ist jetzt die Tür hier plötzlich zu, oder was? Ah, jetzt ist die Tür hier zu, okay. Weil man jetzt hier hochgehen kann. Ja, wait. Aber hier ist Schluss.
Wie komme ich darüber? Ach, da muss ich über den anderen Weg reingehen, oder was? Muss ich da echt über den Weg sozusagen von da oben? Aber ich kann hier nicht durchrutschen. Ich komme da noch nicht hin. Ich komme da noch nicht hin. Ich kann hier noch nicht hoch. Das ist für mich im Moment noch tabu. Schade. Kein Itemwürfel für mich. Okay, kein Itemwürfel. Ja, das ist ein bisschen belastend. Okay, dann kommen wir hier auch gar nicht mehr hin. Das ist jetzt nämlich zu. Uff. Okay. Ja, dann gehen wir halt da oben lang. Ne, wir gehen auch nicht da oben lang. Ich komme da gerade gar nicht mehr rein. Ich komme in dieses M-Gebiet gerade nicht mehr rein. Also weiter. Da, wo ich schon mal war, komme ich nicht mehr hin im Moment. Oder bin ich einfach... Nee, geht nicht. Da müsste ich von da oben kommen. Ah, über den Raum komme... Über den Raum komme ich rein. Weil über den... Nee, komme ich nicht. Weil dafür müsste ich über den Raum kommen. Und ja, hier komme ich nicht hoch. Ich komme hier hoch, dann ist hier Schluss. Darüber komme ich nicht. Da geht's nicht durch. Nee, ich muss zurück. Ja, aber Moment, wo geht's denn überhaupt jetzt für mich weiter? Lass mich mal ganz kurz das Ganze durchgehen. Hier komme ich nicht durch, ne? Dafür müsste ich rutschen können. Das ist ja sehr interessant. Ja, ich sehe, dass der Itemwürfel hier ist. Ich komme aber nicht hin. Ich könnte jetzt hierhin wieder zurück. Und von der Seite aus, ich meine, gut, jetzt könnte ich mir die Raketen holen, aber die ist jetzt nicht so spannend. Da sind wir noch nicht durchgelaufen. Komme ich hier überhaupt wieder hoch, ist die Frage. Doch, müsste gehen. Hier könnte ich noch rein. Das führt aber vielleicht am Ende einfach nur hier hin. Nee, Quatsch. Nee, das führt da wieder raus. Ich glaube, da müssen wir trotzdem mal rein. Und dann käme ich vielleicht wieder hier rum rein. Und dann komme ich vielleicht hier wieder hoch und so vielleicht in das Gebiet zurück. Aber ich sehe gerade keinen anderen Weg, ne? Okay. Weil hier komme ich nicht... Also hier komme ich nicht hoch. Das seht ihr auch. Hier habe ich keine Chance hochzukommen. Wenn ich Eisbeam hätte, dann könnte ich das vereisen wahrscheinlich. Aber so komme ich da nicht hoch. Nee, okay. Ach komm. Mach dich weg. Ja, hier komme ich jetzt auch noch nicht durch. Weil komme ich hier... Hä? Komme ich hier wieder hoch? Ah ja. Also das geht. Ja, und hier komme ich nicht, hier kann ich nicht durchrutschen. Das ist das, was ich meinte. Da komme ich auch nicht ran. Ja, also meine Möglichkeiten sind gerade ziemlich beschränkt. Da nochmal reines Quatsch. Gut, dann gehen wir jetzt halt mal den ganzen Weg zurück. Ich hoffe, das ist richtig, sonst habe ich jetzt hier ein bisschen Zeit verschwendet. Da komme ich nicht hoch. Will ich aber auch gar nicht. So, jetzt sind wir gleich wieder am Anfang. So. Bisschen Energie zurückholen. Ich glaube, irgendwann gehen wir dann da nach hinten oder so. Wahrscheinlich zu diesem komischen Ding rein.
Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. So, dann wie gesagt, können wir jetzt hier lang, können hier hoch. Da ist das Eisgebiet und jetzt haben wir... Ja, es war gar nicht so weit zu laufen, muss ich sagen. So, jetzt ist die Frage, aber ich schätze fast... Ah, doch, das reicht. Da komme ich ran, da komme ich ran, da komme ich ran. Okay, sehr schön. Gut. Mehr Missiles. So. Und jetzt hier bin ich noch nicht reingelaufen, ne? Ja, da waren wir noch nicht drin. Okay, ich hoffe, dass uns das jetzt irgendwas bringt in irgendeiner Form. Nö. Scheiße. Okay, aber vielleicht kann ich so wieder zurück in das Emmy-Gebiet. Lasst mich das mal probieren. Komme ich hier hoch? Nein, ich komme da nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht rein. Hier komme ich noch nicht durch. Da ist die Chozo-Dings gewesen. Hier kann ich nicht mehr durchrutschen. Das heißt, da komme ich auch nicht mehr hin im Moment. Aktuell komme ich da nicht mehr hin. Ja, aber es will dann auch nichts bringen. Also jetzt gehen wir gedanklich wieder den Weg hier zurück. So, hier komme ich nicht rein. Hier komme ich durch, aber das weiß ich nicht, was ich da soll. Das ist der andere Bereich gewesen. Brauche ich nichts. Das heißt, ich kann nur hier durch, aber hier komme ich nicht durch. Hier kann ich nicht durchrutschen. Also kann ich nur hier weiter. Und dann sind wir aber wieder an der Stelle, wo ich hier nicht hochkomme. Hä? Ich sag das ja nur ungern, aber ich hänge. Wie komme ich... Wo geht's jetzt weiter? Ich sehe, dass es hier blinkt, aber wie komme ich da hin? Ich sehe auch, dass es hier blinkt, aber auch das nützt mir nichts. Weil da ist Eis, da komme ich nicht, das ist... Hä? Nein, ich will hier nicht rein. Also da ist Eis, das geht garantiert nicht dort weiter. Garantiert nicht. Ja, aber wo geht's weiter? Ach, come on. Hä, bin ich denn komplett... Also, ich kann doch nicht... Hier kann ich nicht durchrutschen. Da komme ich nicht mehr... Aber da will ich auch gar nicht. Also, da ist ja, wäre ja eh nur der kurze Weg über den Speicherraum da oben. Der ist ja völlig egal, der Weg. Also der Weg ist ja wirklich völlig egal. Da hoch komme ich nicht. Na, das ist genau der Rückweg einfach nur. Ich bin böse verwirrt. Alter, die Viecher nerven. Geh weg. Ja, bleib da drin. Bin gespannt, wie oft ich den Weg noch zurücklaufe.
Ja, aber hier ist doch auch nichts mehr. Das haben wir doch alles schon gesehen. Also, irgendwas mache ich falsch. Was mache ich denn falsch? Das da kriege ich nicht kaputt. Nee, da komme ich nicht ran. Keine Chance. Hier komme ich nicht durch. Ich kann hier nicht mehr durchrutschen. So, der Zug ist abgefahren. Ich kann nur wieder hier hin. Das ist eh nur für Missiles. Also das geht halt jetzt noch nicht kaputt. Das ist auch egal. Hier ist auch kein Alternativ. Aua. Hier ist auch kein Alternativweg über die Decke oder sonst was. Ja, und dann hier komme ich nicht rein. Das ist ja der Punkt. So, wenn ich hier durchkäme. Aber ich komme da nicht durch. Ich kann auch nicht darüber wechseln oder so. Aber wozu klettert man über... Da muss doch was sein. Wozu klettert man überhaupt hier hoch? Ach so. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Scheiße. Na gut, wir haben uns immerhin zwei Missiles am Anfang nochmal geholt. Ja, ups, okay. Gut, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Vielleicht doch noch Itemwürfel für uns. Vielleicht gibt es in dem Part ja doch noch einen Itemwürfel. Ah, und jetzt kann ich hier kaputt machen. Damit ich da jederzeit durchkomme. Okay. Gut. Gut, das sieht so aus, als ob wir straight zum Itemwürfel laufen. Ja, wir laufen straight zum Itemwürfel. Sehr schön. Ich habe es nur spannend gemacht. Alles gut. Ich fürchte kein Itemwürfel für uns. Aua! Ah, doch, Itemwürfel für uns. Verstanden. Ja, nice. Itemwürfel für uns. Aber vorher speichern wir vielleicht. Ja, wobei, wir gehen durch. Wird schon kein Bosskampf sein. Okay, es ist ein Bosskampf. Scheiße. Oh Gott, es ist sowas von ein Boss. Oh mein Gott, was zur Hölle? Können wir nicht? Yikes, es ist ein Bosskampf. Ja, moin. Hi. Okay, das juckt ihn überhaupt nicht. Das juckt ihn. Also nur wenn der... Aua. Ja, wenn er so macht, dann juckt ihn das ein bisschen. Okay. Okay. Hilfe. Ah, mach den Quatsch weg. Aua. Nein! Ja, das brauche ich. Komm, gib mir das. Sehr gut. Danke, dass du mir Energie gibst. So liebe ich meine Bosse in Metroid am meisten, wenn sie mir Energie geben. Aua.
Was ist jetzt los? Ja, genau, mach dich unsichtbar. Okay, verstanden. Aber uff. Ja, cool. Ja, wie soll ich denn? Shit. Okay. Das ist unser erstes richtiges Game Over. Ja, ich wusste doch nicht, dass ein Itemwürfel ein Bosskampf ist. Okay, wir starten direkt vor dem Bosskampf wieder. Ich hätte es mir aber bei der Tür schon denken können. Dann gehen wir ganz kurz mal hier hoch. Und gucken mal noch, was uns hier... Ach so, das ist wieder so eine Tür. Ja, okay. Quicktime-Event heißt übrigens das Wort, was ich gesucht habe damals. Als ich gesagt habe, hier diese, wenn man schnell was reagieren muss und so, Quicktime-Event heißt das. Ihr wusstet's natürlich. Okay, so, mein Freund. Jetzt weiß ich, wie du funktionierst. Ah Mann, ich Trottel. Ah, jetzt hätte ich ihn treffen können. Okay. Nice. Möglichst wenig Energie verlieren, dass wir möglichst viel Energie noch übrig haben dann. Aua. Ah, ich wollte es eigentlich nutzen für mich. Das hat nicht so gut funktioniert. Ach, Mist, ey. Das ist jetzt ungünstig. So, sehr schön. Machen wir den Rest mit Raketen. Ich glaube, es ist besser. Jawohl. Oh, shit. Er ist schon rot. Geh kaputt. Geh kaputt. Yes. War's das? Oder ist es not even... Oh, es ist not even his final form. Ja, verstanden. Wir rutschen unter dir durch. Aua. Und dann irgendwie hier hoch. Ah, weiter. Ah, jetzt wieder ihn angreifen, oder was? Aua. Okay. Okay. Die verlangen Skill. Sheesh. Ich verstehe das. Ich verstehe das, Nintendo. So, ich meine, ich denke, stärker werden wir zu dem Viech nicht kommen können. Ich glaube nicht, dass es noch einen Container vorher gibt irgendwo. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden das schon so schaffen müssen, wie wir sind. Ich glaube auch, die Raketen sind einfach deutlich stärker. Wovon wir zum Glück einige haben und von denen ich ja zum Glück auch einige immer zurückbekomme. Oh, ich hab's wieder voll. Ich hab's jetzt wieder voll. Wie viel gibt denn ein so Päckchen?
Ja, das so ist doch schon deutlich besser. Okay, nice. Dann kriegen wir unsere Raketen zurück. Sehr schön. So, die Phase jetzt möglichst schnell abhandeln. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt habe ich keins mehr. Drauf. Nice. Okay, wir kriegen wieder alles zurück. Ich drücke die falsche Taste. Wie rutsche ich denn? Mein Gott, ey. Ah, daneben. Gleich mal ordentlich Schaden machen. Jetzt geht das wieder los, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Und jetzt rutschen wir wieder durch. Oh mein Gott. Das machen wir jetzt, wie oft machen wir den Quatsch denn jetzt noch? Bruder. Ja, aber da bin ich jetzt ganz ungünstig. Wie soll ich denn da wegkommen? Ja. Wow. Alter. Was? Holy shit, ist das ein... Okay. Okay. Yo. Wie viele Phasen hat das Vieh? Oh mein Gott! Können wir lieber wieder durch die Map irren und den hier nicht finden? Ach du Schande, ey! Okay! Puh! Bestimmt nutze ich auch einfach irgendeine Taktik nicht, die ich nutzen sollte. Bestimmt kann man das deutlich besser angehen, was ich da mache. Keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, zum Beispiel vor allem sehen, wie ich erkenne, wie der angreift. Zum Beispiel, wenn er diesen Bogen macht. Ah, scheiße. Ah, ne, hat gepasst. Wenn er diesen Bogen macht, dann müsste ich ja sozusagen sehen, wie er den macht, dass ich das entsprechend reagieren kann. Jetzt macht er den Bogen. Okay, also wenn er so nach hinten geht mit dem Ding, dann macht er den Bogen irgendwie. Irgendwie so. Jetzt macht den Bogen, genau. Okay, nice. Jetzt rutschen wir durch. Dann wollen wir möglichst schnell genau in die Phase kommen. Aber sich nur daran hängen ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Weil dann bin ich ihm da ziemlich... Ja, genau. Bin ich ihm, was das angeht, ziemlich ausgeliefert. Jetzt kaputt. Geh, 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 geh. Runter, runter, runter. Okay, nochmal. Okay, jetzt durchrutschen.
Und jetzt wieder so. Da kann auch nicht mehr viel fehlen, ey. Jetzt sind wir wieder in der Phase. Nein, jetzt macht er hier Giftscheiße wieder. Wie oft muss ich noch durchrutschen? Oder muss ich bei dem Durchrutschen irgendwas machen? Wie soll ich jetzt hier kommen? Ja, wie soll ich da jetzt... Ah! Wie soll ich da denn dann noch was machen? Muss ich beim Durchrutschen den irgendwie angreifen? Habe ich da was verpeilt? Muss ich beim Durchrutschen irgendwie... Keine Ahnung. Ach, komm mal. Ach, komm, ey. So, jetzt. Jetzt macht er den Bogen, genau. Aber wie kann ich verhindern, dass der mir zu nahe kommt? Der weicht zurück, wenn ich zu ihm gehe, oder was? Kann ich das so verhindern? Das wäre natürlich eine interessante Entdeckung. Okay, so. Jetzt wird er wieder unsichtbar. Ich wollte eigentlich das Ganze ein bisschen stylischer machen. Ja, so ist gut. Wenn ich das so hinkriege, dass er immer den Bogen macht, dann ist es ja relativ easy. So, kann ich jetzt, wenn ich da durchrutsche... irgendwas machen. Keine Ahnung, das wirkt ganz komisch. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da irgendwas machen könnte, sollte. Wahrscheinlich muss ich es einfach 3 Millionen Mal machen. Aber das ist das Problem. Er drängt mich ja regelrecht hierher. Mein Gott, ich kann ihn auch so ein bisschen zurückdrängen. So ist es nicht. Ja doch, ich dränge ihn schon zurück auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich ihn zurückdränge. Jetzt macht er wieder Gift, aber dadurch kommt er halt näher. So, jetzt rutschen wir wieder hier durch. Ah, ich glaube, habe ich in meinem Bauch Schaden gemacht gerade? Ich weiß es nicht, ich habe nicht richtig hingeguckt. Aber jetzt bin ich halt zu nah. So, wie soll ich da wegkommen? Das geht nur, wenn er weggeht. Jetzt macht er die Scheiße. Wie... Ah. Ja, komm zu Papa. Sehr geil. Ich
Gleich haben wir ihn wieder. Okay. Nee, keine Ahnung, ob ich da Schaden machen kann. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da Schaden machen könnte. Hast du Bock, jetzt mal drauf zu gehen vielleicht? Was jetzt? Phase 4? Yo! Okay. Badass Samus. Ja, das ist ein... Ah, das Ding hatte den Itemwürfel. Okay, so, was kann der jetzt? Morphball? Phantomumhang? Say what? Suit Upgrade zwecks Ion-Kompatibilität. Eine Ion-Fähigkeit, die Samus für Gegner unsichtbar macht. Sie ermöglicht es Samus auch, sich geräuschlos zu bewegen, dafür aber langsamer. Oh, das ist für die... Oh nein! Seht ihr da... Oh mein Gott. Wir werden direkt mit den Dingern konfrontiert werden. Oh Gott, das wird doch so gruselig mit diesen Emmys. Ach du Schande. Drücke bei vollaufgeladenem Ion, um den Umhang zu aktivieren. Zum Deaktivieren drücke erneut. Bei aktiviertem Umhang wird Ion verbraucht. Wenn ich so bewege, schießt für zusätzliches Ion verbraucht. Sobald alles Ion verbraucht ist, verbraucht der Einsatz des Umhangs Energie. Okay. Okay, es füllt automatisch auf. Okay. Ich wusste bisher gar nicht, dass ich sowas haben möchte, aber scheinbar möchte ich sowas haben. So, das ist das Ding. Okay, das... Ah, wenn ich mich schneller bewege, verbraucht es mehr. Wenn ich einfach nur stehen bleibe... Okay, I see. Aber das geht... Ja, okay, das lädt sich sofort wieder auf. Okay, das lädt sich sofort wieder auf. Gar kein Problem. Ja, krass. Oh, ich verstehe. Genau. Ich hab's verstanden. Das ist für diese... Das ist für diese Bewegungsschleusen. Der Umhang ist für diese Bewegungsschleusen. Jetzt kann ich hier durch. Okay. Das sind dann so Momente, wo man das Upgrade erst versteht, wenn man es wirklich verstanden hat. Yo, okay. Upgrade Adam. Okay, kein Upgrade Adam, aber speichern. Gut. Uff. Das war krass. Was ich mich gerade frage, sind die 24% des ganzen Spiels oder sind die 24% von Artaria? Wäre interessant zu wissen. Okay. Ja. Riesiges Anfangsgebiet, meine Güte. Jetzt können wir dann, da wir ja jetzt hier wieder sind, können wir jetzt dann nächstes Mal... Wait, was ist denn jetzt hier neu? Okay, das gucken wir uns noch ganz kurz an. Ich darf da nicht durch, oder was? Was ist das? Darf ich da nicht durch? Nee, ich glaube, ich darf da nicht durch. Ach, ich... Ja, das juckt ihn wenig. Okay.
Ah, das heißt, wir können doch noch nicht zurück in unser Gebiet. Es bleibt das gleiche Problem. Und hier kann ich auch noch nicht durch. Erst mit Morph Ball. Ich komme nicht in das Emmy-Gebiet zurück. Okay. Ah, wobei doch so rum. So, nee, komme ich nicht, weil auch da ist wieder. Das ist das Gleiche. Das ist immer das, wo man reingerutscht ist, kommt man nicht mehr raus. Okay, wir können hier aktuell noch nicht wieder hin. Da müssen wir erst dieses komische Ding beseitigen können. Okay. Oder halt Morph Ball werden, das würde auch rausreichen. Ja gut. Aber wir können jetzt, ja, nee, können wir auch. Doch, hier können wir jetzt durch. Da ist jetzt die Sensorsperrenschleuse, da können wir jetzt durch. Genau so ist es. Genau so ist es. Wo ist noch eine? Nur da, ne? Ja, da war nichts weiter. Okay. Das heißt, ich gehe stark davon aus, ja, es ist ziemlich deutlich, dass wir jetzt als nächstes zu diesem Transportding hier kommen werden und dann den nächsten Abschnitt betreten dürfen. Aber das im nächsten Part. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.